Also noch einmal kurz und bündig erklärt. Hier auf Not 28, auf dem Knotenpunkt 28, der ist nicht dafür gedacht, dass er irgendeinen Champion nimmt, der sich sowieso von Grund auf nicht heilen kann, weil er keine Regenerationsfähigkeiten hat. Okay? Weil dadurch passiert nichts. Diese Not tut nur verstärken die Champions, die sich sowieso schon heilen können, wie Iron Man oder Minister Sinister oder Apokalypse als Dupli und so weiter und so fort. Also nur Champion oder Ultron. Aber Champions, die sich nicht heilen können. Und wenn ihr einen Champion jetzt hier drauf tut, kein Heil-Champion, einen nur stinknormalen, dann ist das einfach für den Arsch. Wann habt ihr diesen Champion einfach keinen Gefallen getan? Gefallen tut ihr, wenn ihr den Minister Sinister hier drauf tut, der verstärkt seine Regeneration und das ist dafür vorgesehen. Dieser Note also, dieser Knotenpunkt 28 sagt sich, if, jetzt kommt die Klausel, die im Programmier in der Exe reingeschrieben wird, also in diese Datei von diesem Spiel, das geht dann ungefähr so, if Champion has regenerations, then make 15% exchanges their regenerations rate. Okay, so ungefähr. Das muss ich euch vorstellen, kann auf Deutsch. Wenn dieser Champion eine Regenerationsrate hat und er auf Not 28 ist, dann füge zu seinen Regenerationsraten, ob passiv oder aktiv, 50% mehr Regenerationsfähigkeit, also verstärke die Heil- und die Regenerationsfähigkeit um 50% mehr zu der Gesundheit her. Okay? Das heißt nochmal wiederholen, noch einmal, damit wir damit alles verstehen. Wenn ein Champion sich hier auf mich 28 Knotenpunkt befindet, dann verstärke ich die Regenerations- oder Heilfähigkeit dieses Champions um 50% mehr. Diese 50% tue ich addieren auf die Regenerationsfähigkeit, auf die Points. Das heißt, jetzt gehen wir auf Champions, halte das im Hinterkopf. So, Champions, die sich heilen können, okay? Also im Hinterkopf halten. Das mache ich mal hier zack, damit ihr das Ganze mal sehen tut. So. Dann gehen wir auf einen einfachen Heil-Champion. Ne? Dann gehen wir auf Info. Und dann gehen wir auf Info. Und dann gehen wir auf... ja, da ist es. Also. Not 28 sagt sich, wenn der Fluch des Blutes eingeschaltet wird, also wenn der Fluch des Blutes mit SK2 aktiviert wird, dann regeneriere anstatt 35% der verursachten Schaden zusätzlich 50% on top drauf. Das bedeutet, statt 35% regeneriere 85% des verursachten Schadens. Okay? Das heißt es. Das macht dieser Note 28. Okay? Und es ist noch einfacher zu erklären, damit es jeder versteht. Minister Sinister, Info. Und dann gehen wir nach oben. Und jetzt gehen wir auf Molokare Regeneration passiv. Minister Sinisters Regenerationsradar kann nicht unter 0% gedrückt werden. 100% Chance, über 0,4 Sekunden 70% des durch kritische Treffer erlegten Schadens zu regenerieren. Okay? Jetzt, wenn der, da unten noch, die Regenerationsrate wird um 1% für jeden Treffer auf dem Kombo des Gegners erhöht, für bis zu 50 Treffer. Okay? Also, Not 28 fügt jetzt folgende Klausel zu und sagt sich, wenn Minister Sinister auf mir ist, also auf den Knotenpunkt 28, dann gib ihm 100% die Chance,
für 0,4 Sekunden über 120% den durch kritischen Treffer erlittenen Schaden zu regenerieren. Okay, verstanden? Jetzt ist es, glaube ich, super verständlich und ersichtlich. Das macht dieser. Wir Erfinder, die Götter, die das alles verstehen, die schaffen, um das noch extremer und bespitzt und selbstverliebter zu erklären, müssen es euch knallhart so erklären, damit wirklich jeder sagen, damit wirklich jeder sagen kann, okay, das kann nur der Erfinder, also der Schöpfer so erklären und so verständlich, wow, jetzt verstehe ich es wirklich, Erleuchtung pur. Denn hier passieren sich echt viele Fehler. Okay, jetzt gehen wir weiter in die Mitte. Wir analysieren Not 40. Und was heißt Not 40? Umstellt, immer wenn der Verteidiger einen zeitlich abhängigen Schaden erleidet, erhält er 200% mehr Kraft durch die Dauer dieses Debuffs. Zeitlich abhängig. Zeitlich abhängig, was heißt es zeitlich? Das bedeutet, wenn der jetzt einen Schaden erhalten tut, der ein Debuff eher ist, denn ein Schlag ist ja nicht zeitlich, Schläge zählen nicht, sondern ein Schaden wie ein Debuff, das wird auch unten noch erwähnt wie Debuff, und der ist zeitlich und der läuft, oder eine Ermüdung oder sonstiges. Hauptsache es ist ein zeitlicher, der ablaufen tut, der nicht ständig ist, dann passiert Folgendes, dann generiert 200% mehr Kraft für die Dauer dieses Debuffs. Steht ja unten drin, ist ein bisschen falsch übersetzt worden, typisch deutsche Übersetzer, aber egal, es steht ja unten Debuffs. Und es handelt sich um Debuffs. Das heißt, was sagt der Not 40 Knotenpunkt jetzt aus? Er sagt Folgendes. Hallo, lieber User, wenn du hier einen Champion setzt, der auf mich gesetzt wird, auf Knotenpunkt 40, dann mache ich Folgendes, ergo, if-Klausel, wenn jetzt jemand mich auf Knotenpunkt 40 angreift und ich bin nicht immun gegen Vergiftung und ich habe das Ding drauf, zum Beispiel, dann tut er einen Debuff auf mich setzen, wie Blut drauf oder Vergiftung, dann bekomme ich für diesen zeitlichen Schaden, der da läuft, 200% mehr Kraftzufuhr. Okay? So. Und Superkraft 1 natürlich. Das ist unabwehrbar und da sagt sich ganz klar der Knotenpunkt 40, wenn hier, und jetzt kommt dieser Tipp von mir immer, hinzufügen oder verstärken, wenn hier ein Champion ist, wie Doom, der automatisch eine unabwehrbare Attacke hat, dann lohnt es sich nicht. Ups, scheiße. Ich habe zu viel Salami gegessen. Deswegen dieses Aufstoßen oder Rüpser. Also was sagt sich der Not 40? Wenn du hier einen Champion setzt, der keine SK1 hat, die unabwehrbar ist von vornherein, verstärke ich diesen Champion, indem seine SK1, das heißt seine Superattacke, Kraft, also seine erste Superattacke, Superattacke 1 oder SK1, immer unabwehrbar ist. Unabwehrbar mit Klausel, jetzt kommt die Klausel, jedoch nur, wenn, also erstens verursacht meine SK1 größeren Schaden um 30%, zweitens der erste Nahkampftreffer oder der erste Treffer mit einem nicht festen Material, wie zum Beispiel Treffer mit einem Strahl oder durch eine physische Explosion, ist unabwehrbar, und Geschosse mit einer gewissen Flugzeit, wie Pfeil oder Stein, sind nicht unabwehrbar. Okay, also gewisse Geschosse nicht. Was heißt das jetzt? Nun ja, das heißt, wenn man hier schlau ist, dann setzt man hier ein Havoc ein. Denn zwar hat der Havoc hier Durchbruch, aber hier ist der Havoc natürlich besser. Denn seine Geschosse sind unabwehrbar. Und hier setze ich einfach einen blöden Spidey. Und ich kann das immer noch umändern, wenn irgendjemand anders hier gleich einen neuen Champion platziert. Okay? Also eine ganz einfache Sache, Havoc wird da gesetzt. Moment, wo haben wir ihn? Ja, da ist Havoc. Soweit so gut, soweit verstanden, weiter geht's. Übrigens, Durchbruch, ich überlege gerade, was können wir da machen?
Nee, dann mach das nicht. Machen wir mal mit dem anderen Champion machen. Wir passen noch 42 an. Dann gehen wir auf 34. 34 ist verdoppelte Bestimmung. Pro Diebasel, der Verteidiger 35%. Angriff von 10%. Also das ist ganz klar, da können wir zum Beispiel Spidey platzieren. Ne? Oder auch andere Champions. Sadist, dieser Verteidiger erhält 25 Angriff pro Debuff, der auf ihm liegt. Da können wir zum Beispiel die wunderbare Gwenpool platzieren. Und ja, dann schauen wir nochmal die nächsten. 26. Umstellt, das ist was wir vorher hatten, ne? Wenn da ein Debuff drauf ist. Da können wir zum Beispiel der Ace Magic platzieren. So, dann haben wir noch unten hier diesen 23er. Da haben wir einmal Power Startbalken und einmal Werber. Da wissen wir ganz genau, dass hier besser platziert wäre. Der ist dann nämlich ohne Werber. Und dann war es das auch erstmal. Da habt ihr mal eine gute Aufstellung. Ne? Und natürlich auch alles erklärt. Ein bisschen auch an die Profis und an die Leute ist es auch erklärt worden, die behaupten, dass ich keine Ahnung habe. Und deswegen habe ich das. Ja. Ich bin ja der erste Gründer von den ganzen Erklärungen. Ich weiß nicht, wo meine Videos mehr sind, aber einige Videos früher haben die ersten Top-Allianzen genommen, die auf Platz 1 waren, von Platz 1 bis 10. Ja. Meinige nehmen das immer noch, aber. Ja, einige sind sauer auf mich, weil ich das immer so gut erklären kann und weil ich so faul war und bequem war, neue Videos zu machen. Da haben die Leute vollkommen recht, die auf mich sauer sind. Die kommen auch nie wieder. Die kennen mich persönlich sogar. Die können mir nicht vergeben. Die sagen, so ein Hurensohn-Kind, der hat eine Ahnung, ist der Schöpfer von allem, ist die Nummer 1, die Infinity und meldet sich nicht und erklärt nicht, weil er so faul ist. Deswegen hier einen kleinen Trostpflaster vom Hurensohn Arschloch kennt, Andreas Wachinski, der sagt hier, dieses Video ist in der schlechten Qualität erstmal preisgibt und demnächst in einer guten mit Effekten sogar.